Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von mir, Dracos Game Zone. Heute wieder zurück mit Crowfall und zwar neue Informationen über die zwei Videos, die sie rausgebracht haben in der letzten Woche und außerdem noch mehr zum Burgenbauen aus dem Twitch-Stream. Das aber gleich mehr nach dem Intro. Und zwar beginnen wir mal mit dem kürzeren, mit dem leichteren und zwar mit den Videos vom YouTube-Channel. Erstens mal, es geht in den Videos eigentlich nur um Hintergrundsachen, wie sie was gemacht haben. Das erste Video ist über die Physik-Engine, beziehungsweise über die Rechnen und Darstellungssachen von den Siege Perilous, wie die Mauern explodieren und das Problem, wie sie die Probleme mit den Steinen gelöst haben, die, für die, die es nicht wissen, am Anfang ziemlich nervig waren, weil wenn du eine Mauer zerschossen hast, sind die Steine noch immer rumgelegen. Und wenn sie rumgelegen sind, sind Leute reingesprungen und nachdem sie noch irgendwie verbuggt waren oder irgendwas nicht gescheit funktioniert hat, bist du reingesprungen, bist stecken geblieben und warst in einem Gefängnis aus Trümmern und konntest irgendwie nicht rauskommen, was ziemlich nervig ist, weil du willst eigentlich in die Mauer hineinkommen, du willst eigentlich da drin den Baum zerstören und dann steckst du in der Mauer fest mit drei anderen Typen im selben Loch. Das nicht so toll ist, ja. Und da haben sie einfach gezeigt, wie sie das alles gelöst haben und wie das alles jetzt funktioniert und mit ein paar Cinematic-Ansichten dann auch noch, wie das dann aussehen wird im echten Spiel, beziehungsweise wie es dann aussehen sollte, in Anführungsstrichen. Und ganz ehrlich, es sieht ziemlich geil aus soweit. Ich hoffe, sie bringen das bald rein, weil Hunger Dome wird langsam ein bisschen nervig, ein bisschen nicht zart, aber doch ein bisschen langweilig, weil es halt immer wieder dasselbe ist und wir haben das jetzt schon beinahe 3-4 Monate eigentlich durchgemacht, beziehungsweise ich, es gibt ja noch Leute, die haben das schon 2 Jahre durchgemacht und eigentlich waren alle ziemlich glücklich über Siege Perilous, weil es eine Abwechslung war. Das ist jetzt gerade nicht so da zum Spielen, deswegen hoffe ich eigentlich, dass wir damit wieder zurückkommen dann. Das zweite Video war dann über den Myrmidon, wie sie das Splash Art von ihm gemacht haben. Wie ihr alle wissen sollt, folgen sie einer Art comichaften Zeichenstil, vor allem bei den Splash Arts fällt das sehr stark auf. Und da haben sie halt gezeigt, was er sich da so gedacht hat, der Zeichner, was sie da gemeint haben, was dahinter steckt, was für Ideen er da hatte, was er da eingebaut hat, wie er das vor allem gemacht hat, mit welchem Programm er das, glaube ich, so gemacht hat, sagt er auch. Und im Prinzip ist das einer der Gründe, warum ich Ace bzw. Crowfall so sehr mag, weil sie zeigen dir wirklich alles, zu 100%, wirklich 100%, alle Hintergrundinformationen bekommst du, wenn du nur danach fragst und das ist eine gute Sache. Das macht nicht jeder Entwickler heutzutage und das ist durchaus eine Eigenheit, die man Ace bewundern kann. Weil sie sind offen mit den Spielern, sie wissen, das ist die Community, die wird unser Spiel spielen, warum sagen wir es denen nicht gleich, wie wir es machen, was wir machen und ehrlich gesagt hoffe ich, dass dieses Video eine Ankündigung für die nächsten paar Tests ist, dass jetzt in den nächsten 1 bis 2 Wochen dann auch der Myrmidon auf den Testserver kommt, weil ich bin schon gespannt, wie sich da ausspielen wird. Diese ganze Sache mit dem Schaden wieder heilen nach einer Zeit ist ziemlich interessant und ich frage mich echt, ist es unbalanced oder nicht und ja, ich freue mich schon darauf, eigentlich ihn dann zu spielen im Hunger Dome und mit viel Glück vielleicht den Siege Perilous. So oder so, falls ihr noch mehr zu ihm wissen wollt, könnt ihr meine anderen Videos anschauen. Ich will nicht alle alten Themen wieder aufrufen. So, jetzt kommen wir zum interessanten Teil und zwar Burgenbauen. Burgenbauen, wie wird das eigentlich funktionieren, beziehungsweise wie habe ich gedacht, dass es funktionieren wird? Ich dachte früher, es wird so ähnlich funktionieren wie in Medieval Engineer. Für alle, die nicht wissen, was das ist ein Spiel, ein Sandbox-Spiel, wo es eine Physik-Engine gibt und du hast lauter einzelne Bauteile. Das heißt, du hast einen Turm, du hast eine Treppe und du hast eine Mauer und die kannst du zusammenschmeißen, wie du willst. Und solange die Physik-Engine sagt, das funktioniert, funktioniert es. Wenn es nicht mehr funktioniert, stürzt alles zusammen. Und das ist an sich eine sehr coole Idee und ich dachte ursprünglich, dass es so funktioniert wegen dem Trailer. Jetzt wissen wir genau, wie es funktioniert und zwar wegen dem Twitch Livestream. Und zwar wurde hier vorgestellt, dass es mit einem Lego-Baukasten funktionieren wird. Das heißt, du hast einige vorpräparierte Gebäudeteile, beziehungsweise Mauerteile, Treppenteile oder was auch immer und die kannst du dann zusammenschmeißen, soweit du willst. Sie dürfen sich halt nicht überlappen in den Ziffern, also in den Zellenteilen und sie dürfen auch nicht übereinander gehen und dahingehend sollen eher sehen sich, wenn du bedenkst, dass es eigentlich nur ein riesiger Lego-Baukasten ist, denkst du zuerst mal, es ist eigentlich eine Limitation. Bist eigentlich ein bisschen in meiner Position zum Beispiel, habe ich mich ein bisschen verraten gefühlt am Anfang. Aber nach so 1-2 Sekunden ist mir wieder eingefallen, es ist Ace. Sie sind kein großes Team, sie haben nur ein paar Programmierer, sie haben ein paar Art Designer. Sie haben nicht so ein großes Team, dass sie jetzt alles machen können, was sie wollen. Und müssen daher gewisse Sachen rausschneiden. Und daher gehen in die Hinsicht, glaube ich, ist es die beste Möglichkeit, die sie nehmen konnten. Nämlich einfach halt jetzt in 3 Tiers zu unterteilen, je nachdem die besten Teile sehen natürlich besser aus, kosten natürlich dann auch mehr zu bauen, aber halten natürlich dann auch mehr aus und die schlechtesten sind genau umgekehrt, das kennen wir ja schon. Und einfach so gesehen ist es ein sehr gutes Prinzip. Das Einzige, was ich mir gerne wünschen würde, einen gewissen Unterschied von Mauerteilen. Einfach nicht 500 Mal dasselbe Mauerteil nehmen, sondern irgendwie noch so eine Art wüstentechnischen, so eine ägyptische Mauer irgendwie noch einbauen, vielleicht eine eher aus Holz, das wird es eh wahrscheinlich geben, in so eine Holzplakane oder so Holzmauern geben, dann vielleicht irgendwie so einen chinesischen Mauernstil.
irgendwie verschiedene Stile einbauen. Vielleicht doch etwas eher Fantasy-lastiges, wie aus Bäumen irgendwie eine Mauer, das wäre ziemlich toll. Oder nicht zwingend Bäume, also Baumhäuser, das wäre für den Anfang ziemlich viel, aber vielleicht später einmal. Oder eher, dass es jetzt leichter eine Art Nekromanten- oder Nekropolis-artigen Baustil. Einfach mit Totenköpfen in den Wänden, etwas dunkleres Material. Das sehe auch ziemlich cool aus. Halt, das braucht Zeit und ich hoffe einfach auf jeden Fall, dass sie ein paar Stilunterschiedliche machen. Weil es ist langweilig, wenn du in eine Welt hineinrennst und dann haben alle dieselbe Mauer stehen. Und denkst du, selbes Volk. Ihr seid alle vom selben Volk, ihr kämpft euch nur gegeneinander. Was prinzipiell dasselbe Prinzip ist, wie es auch in der Menschheit ist, nur, es sieht besser aus mit unterschiedlichen Stilen. Okay, können wir uns darauf einigen, ja. Ja, und das ist nicht der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eine Umänderung, die demnächst dann auf dem hoffentlichen Test Siege Perilous rauskommt, nämlich Verteidigungswaffen. Bis jetzt war es so, die einzige Möglichkeit zu verteidigen hier ist, hinauszurennen, dein Leben zu riskieren und die Leute zu töten, bevor sie deine Mauer zerstört haben. Oder du rush für ihre Bäume, dann müssen sie auch weggehen, oder sie rushen für deinen Baum, was meistens schneller ist. Und ja, daher gewinnen sie dann meistens. Jetzt ist es anders. Jetzt gibt es nämlich auf der Mauer verteilt Verteidigungsmaschinen oder Geschütze eigentlich. Die kann man halt dann bedienen und damit rumschießen. Im Moment haben wir im Livestream leider nur eine Blitzballiste gesehen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es Katapulte, Geschütztürme und so etwas kommt, wo du dann auch Bogenschützen hinstellen kannst oder vielleicht einfach nur Standartenträger, die wieder Buffs geben. Und alles in allem ist das eine sehr coole Idee und ich freue mich darüber auch schon, weil es das Verteidigen leichter machen wird. Vielleicht hoffentlich nicht unbalancen, aber es leichter auf jeden Fall. Und das ist das Wichtige mal. Und vor allem, man muss auch denken, was für Möglichkeiten dann noch freigesetzt werden. Natürlich wirst du dann im echten Spiel selber die Teile platzieren können. Andererseits könnte man auch vielleicht auch unterschiedliche Typen von Ballisten oder Katapulten einbauen. Eine normale Balliste, die ganz normal ist, dann upgradet diese Blitzballiste, dann vielleicht anders upgradet die Feuerballiste und andere Balliste die Eisballiste. Das wäre ziemlich geil, weil dann hätte man auch eine gewisse Variation da wieder, wo man dann wieder entscheiden kann, nehme ich sie lieber für verlangsamen, für dauerhaften Schaden oder für schnell viel Schaden. Und je nachdem kannst du das nehmen oder vielleicht auch einen Mischmasch von allem. Vielleicht sogar, das wird wahrscheinlich nicht sein, ein Stilunterschied, gerade beim Thema Mauerstile. Aber ja, vielleicht irgendwie so in die Richtung, damit es halt ein bisschen Unterschied gibt, ein bisschen eine Herausforderung ist und damit man auch nicht immer vom selben ausgehen kann. Weil ganz ehrlich, wenn alle dieselbe Blitzballiste haben, dann können sich die Leute darauf vorbereiten, dass es eine Blitzballiste sein wird. Und dann können sie halt das auch zu ihrem Vorteil benutzen und daher vielleicht ein Unterschied, damit irgendwie so im Thema Feuerballiste, Countert Eisballiste, Eisballiste, Countert Blitzballiste, Blitzballiste, Countert Feuerballiste und sowas. Irgendwie damit es einen Unterschied gibt und halt damit es irgendwie herausfordernd wird. Ich bedanke mich fürs Anschauen meines Videos und ich hoffe doch, ich habe euch ein paar neue Informationen bringen können, euch ein bisschen aufhypen können, falls ich das habe. Alle wichtigen Links sind unten in der Videobeschreibung. Falls ihr noch Fragen oder Infos habt, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Ich antworte darauf und selbst wenn ich mal nicht darauf antworte, was sehr unwahrscheinlich ist, gibt es immer andere Personen, die darauf antworten können. Ich hoffe doch sehr, dass es euch trotz allem gefallen hat. Das könnt ihr durch ein Abo oder ein Favo zeigen und man sieht sich dann. Nächstes Wochenende geht es dann weiter mit Evolve. Wahrscheinlich ein Gameplay-Footage-Video und wahrscheinlich irgend so ein Funny Comments, irgendwie so Zusammenschnitt. Ach, keine Ahnung, ich habe echt keine Ahnung. Man sieht sich damit eigentlich dann nächstes Wochenende wieder. Ciao, ciao, bis dahin. Noch eine schöne Woche.